draus. Ups. Neues Objekt. Schaut mal. Sieht das Emblem? Nicht schau aus. Also es soll ein schöner Adler darstellen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Und schauen wir mal. Natürlich sieht es hier so aus, wie es aussehen soll. Schön kaputt, schön eingefallen, schön verfault. Ja. Hier natürlich auch. Ja, hier brauchen wir nicht weitergehen. Da ist nichts mehr weiter. Hier hinten geht es wieder raus. Das ist eins von einigen Objekten, die wir euch heute zeigen wollen. So, bei diesem Gelände, wo wir uns hier drauf befinden, ist tatsächlich noch ein Gelände, was munitionsbelastet ist. Auf Anhieb würde ich sagen, das ist ein riesengroßer Briefkasten. Ist natürlich zu. Ich habe auch keinen Dreikant dabei, ist auch nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall geht es dann hier hinten weiter. Da hinten ist noch eine größere Wand, was auch immer diese für eine Funktion hat, kann ich natürlich nicht sagen. Ja, auf jeden Fall sollte man hier extrem aufpassen. Das Gelände weist definitiv noch böse Gefahren auf. Wie in den meisten Videos, zumindest in den neuen, weise ich gerne darauf nochmal hin, dass das Betreten solcher Objekte nicht erlaubt ist. Zum Teil herrscht hier auch noch Lebensgefahr. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Und bis gleich. Na, lass uns erstmal hier ein Stück laufen. Man sieht ja, es ist ja ewig weit. ...1965. So, da vorne... Hier vorne geht es nach unten. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich will trotzdem gucken. Ich gehe mal davon aus, dass das der Heizbereich war. Hier sind natürlich noch mehrere Munitionskisten. Plitsch, platsch. Ich denke mal, das waren hier die Heizung. Mhm.
Unfälle durch Strom, betreten elektrische Anlagen. So. Also von 1971 haben wir das letzte Datum. Hier haben wir noch einen russischen Karton, was auch immer da drauf steht. Hier schauen wir einfach weiter. Da drüben und da hinten schauen wir uns gleich an. Wir gucken erstmal hier, was uns hier noch erwartet. Wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass das hier das Heizhaus war. Ja. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, ich habe hier vorne ein schönes Bild gesehen. Das sah sehr interessant aus und natürlich auch klasse dargestellt. 100 Meter, ne? Ja, mehr. Da hinten steht sogar noch ein Fahrrad. So. Auch hier haben wir wieder unseren vollwertigen Freund. Alle Fliesen runtergekloppt. Okay. Ein Keller, der ins Nichts führt. Das haben die zugemauert. Mhm. Die Räume sind leer, die meisten Kabel sind hier rausgerissen, aber dennoch ist die Architektur, was das angeht, weitgehend noch erhalten. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen schönen alten Tresor. Ja. Ich denke mal, da waren einige schon dabei,
um zu gucken, den aufzukriegen. Aber Leute, der ist zu. Ja, ich habe auch schon versucht, wa? Guck mal, hier haben wir schon versucht zu bohren. Ja. Ich gehe mal davon aus. Noch eine Kammer oder? Aha. Hier ging es wahrscheinlich auch mal nach unten. Die Wände waren alle mal schön bunt bemalt. Aber das war's dann auch schon. So, hier hat man die schöne Küche. Der Empfangsraum. Da ist nur noch ein großer Tisch. Und hier der Ausgang. Daniel, das ist verwinkelt. Nee, Kühlraum. Guck mal hier. So, mal ein kleiner Einblick in den Keller für euch. So, gehen wir hier lang und auf der linken Seite zurück. Ja, es geht hier zurück. Da ist der Eingang. Mal weiter. Da ist der Durchgang für da drüben. Den gehen wir extra. Und hier geht es dann natürlich nicht mehr weiter. Ja. Alles gut. So. Jetzt sind wir hier durch. Guckt euch das an. Ah, es ist ganz schön. So, was haben wir denn hier? Heizung, Rampe, was auch immer. Hier war dann auch der Heizraum. Okay. Überall der typische Gewölbebau. Somit hört man don, 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 don. Das Echo schön.
Ja, das war's. Also die Keller sind tatsächlich unspektakulär. Ja, hier oben ja auch auf Russisch. Ja, guck mal hier. Wo ist ein Tischchen oder sowas? Guck mal. Ja. Das ist natürlich schon. Das ist natürlich auch vorderhalbisch. Natürlich da auch noch von. Auf eindeutig, muy gavarim poruski. Ja. Minja zavut df lost adventure. Wow. Was war das? Leute, erzählt mal was darüber. War das eine Sauna? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das da? Guck mal, hier haben sie die Steine nur so provisorisch reingestellt. Hier war der Fahrstuhl. Da unten steht er noch. Der Fahrstuhl, ne? Da steht jetzt aber noch weiter der Fahrstuhl. Achso, und dann kommt das Wasser, ja. Genau. Und hier haben sich die Leute auf jeden Fall ihren Spaß schon gemacht. Hier wird Holz bearbeitet. Und nicht gerade alt hier. Ja, für neue Zäune finde ich klasse. Sieht super aus.